So, meine Militärschiffe müssen erstmal rausfahren aus dem Hafen. Seit wann steht hier noch ein Kommandoschiff rum? Das ist so ein unnötiges. Das habe ich mal dahin gemacht. Kann ich das irgendwie. Kannst du auch einfach Kann löschen oder sonst was machen? Ja, aber wie kann ich das zerstören? Weiß ich nicht. Oh, ich glaube, ich tue dann eine. Ich muss jetzt extra eine Detonationsladung erst arschen, damit ich das Ding sprengen kann, oder was? Nee, nee, das. Doch, das mache ich jetzt. So, Du musst Detonationsladung, einfach nur auf Sprengsatz. Ah, nee, Einheit. da brauche ich. Ich brauche 10 Uran, das habe ich nicht mehr. Was für eine Frechheit. Nee, ich kann das Ding nicht zerstören irgendwie, oder? Doch, einfach draufdrücken, das ist so ein kleines Ding. Kleines Wo? Symbol. Ich kann Ich es ja kann auch hier zerstören. Patrouille starten. Ja, eins von denen. Zeig mir mal wo. Nee, Aktionsmodus, defensives Kampfverhalten. Hä? Zeig mir mal, wo geht denn Ich das? dachte eigentlich, da könnte man es mal machen. Hä? Das ging, glaube ich, in dem alten Anno, kann das sein? So, weg. Wie hast du das jetzt Einfach auf hingekriegt? das Abbrechen, Abrissmodus, wo du auch Gebäude Ah, und abreißt dann, und dann auf ah, und das dann Schiff. das Schiff abgerissen. Ah, ja, okay. Kommandoschiff Fand ich start cool. klar. Warum hast du noch ein neues Kommandoschiff gekauft? Du kriegst immer ein Kommandoschiff, das kriegst du automatisch. Ich habe kein neues gekauft. Du musst Nee, ich. automatisch ein Kommandoschiff haben. Oh. Ah nee, es hat nur informiert. Nee, ich kann jetzt ein neues kaufen, aber ich hab's noch Ja, nicht du. Ach, gekauft. okay. Dann. So rum ist das. Soll ich auch noch Frachtlager irgendwo hinbauen? Ja, Frachtlager sind, finde ich, ganz praktisch. Dann mache ich, glaube ich, dann noch zwei Frachtlager hin. Technologie Gut. finalisiert. Tee, ja, perfekt. Ja, jetzt kannst Tee, du deinen Tee US. abholen. So, So, ich bin hier gerade noch dabei, alles umzubauen. Dann mache ich hier mal ein paar mehr Abfertigungsterminals hin. Schön. Okay, hier ist es wirklich einmal das Tor zählt. Was ist das jetzt schon wieder? Ja, ich baue hier Abfertigungsterminals, dass hier Sie gehandelt haben werden kann jedes ohne. Hafengebäude errichtet. Ich habe noch nie einen Hand. Ich habe aber schon mal so ein Terminal errichtet. Mann! Jetzt kann ich da. Das wird die Schnellbauleiste von dem Dingen über blendet. Warte mal, das Ding hat doch auch noch mobile Hafenverteidigung oder Shell-Verteidigung, oder nee, die Also es gibt eine, die Wasserverteidigung. kann, glaube ich, Flugzeug und Ja, Marine. genau. Die würde ich Mobiles bauen. Gebäude bekämpft Gebäude über weite Strecken, greift Flugzeuge und alles an. Genau, mobile Hafenverteidigung. Gucken wir mal, das kostet mehr Energie. Ja. Ich glaube, da baue ich aber trotzdem noch ein paar von. Ja. Gut. Ja, unsere Tycoon-Stadt baut sich auf. Langsam, aber sicher. So, ein paar von denen da. Ja, hier geht der Weg lang. Dann baue ich hier noch Marineabwehrtürme hin. So. Schön. Irgendwie habe ich da ein bisschen dumm gebaut. Ja. Ein arg dumm. Ich muss ja, ich tue hier auch gerade Ressourcen verschwenden. So. Ja. Schade, weil die Häuser brauchen immer so lange, bis sie aufsteigen und so. Wie baue ich das hier jetzt am besten eigentlich? So, das ist auf der flachen Seite und das sind dann drei bis zum Krankenhaus. Gut, dann geht das hier lang. Dann baue ich dort das Krankenhaus. Warnung. Produktion gestoppt. Ich hoffe, mir geht jetzt nicht Gut. die Energie aus wegen den vielen Hafverteidigungen, die ich jetzt neu aufbaue hier. Ah, nee, warte mal. Na. Aber die Energie sieht auch immer so gut aus. Wenn nicht, muss ich einfach mal so einen Raketenlauncher da abreißen. Ich meine, davon habe ich ja eh genug. Das reicht. Das ist Ihre letzte Chance, die Angelegenheit zu bereinigen. Na, das ist Ah, bei mir, Energie. glaube ich. Du brauchst Energie, ja. Ja, das mache ich gleich. So. Jetzt sieht's gut Das aus. war Jetzt habe eine Ihrer besten Entscheidungen.
Gut, ich hoffe, das passt jetzt mit meinem Hafenbereich soweit. Oh, meine Energie sieht scheiße aus. Surkov gratuliert uns, dass wir das Prinzip von Anno 2070 verstanden haben. Gut, oder? Ja. Geld mir. So, jetzt hier der offizielle Handel. Da hinten ist mein Militärhafen. Und dort ist der Handelshafen. Perfekt. Jetzt habe ich nie wieder Probleme mit irgendwelchen riesen Gedöns. Jetzt kommen die Handelsschiffe einfach da rechts rein. Die Kriegsschiffe kommen links rein. Und der persönliche Handel, also wenn registriere ich und du Energieknappheit. Anlegst. Oh je, jetzt ist bei mir Energieknappheit. Ah, verdammt. So, bauen wir nochmal ein Kohlekraftwerk irgendwo hin. Was steht jetzt da? Jetzt kann. Oh, okay, also die Raketen können auch nicht gelauncht werden, wenn die Energie knapp ist. Die Atomraketen. Mhm. Das ist ja interessant. Ja. Oh, jetzt darf ich die wieder ein weiteres Kohlekraftwerk hier hinschmeißen. Was für ein Dreck. Was ist das? Ist schon wieder ein Nanosil für alle? Verstehe ich auch nicht. Mhm. Wir haben immer so witzige Namen, die Erfolge. Ich will immer wissen, was das, wann man die bekommt irgendwie. Die Kohle. Warte mal, ein Kohlebagger. Ah, die sind ja so riesig. Ich habe mal wieder keinen Platz auf meiner Insel. Für so einen scheiß Kohlebagger. Ah, ein Dreck. Hier kann ich einen hinbauen, wenn ich möchte. Aber da kann ich kein Kraftwerk hinbauen, oder? Ja. Oder doch, warte mal. Hier und dann hier. Nein, Kraftwerk. Nee, die mache ich erstmal noch so. So. Okay. So. Voilà. Ja, wir kriegen hier Folge, en masse, Erfolge hier. Ja, das kriegen wir. So, der tue ich mal noch eins upgraden hier. Genau. So, weiteres Kohlekraftwerk musste ich wieder aufbauen. Bei mir, einfach wegen Energieknappheit. Nicht ja, ich muss auch bei mir jetzt hier, weil die sonst hier streiken. Meine Raketenbasen, ja, die streiken schon, meine Raketenbasen, hallo. Hier ist noch ein Weg, den ich. Steigende Kriminalitätsrate registriert. Wo denn? Hier. Ah, kümmere mich drum. Ah. Spiel gespeichert. Aber unser Geld geht irgendwie runter, habe ich das Gefühl. Ja, ich baue hier auch gerade um. Das ist ganz normal, dass das jetzt runter geht. Kann sogar massiv einbrechen. Hm. Weil ich hier sozusagen irgendwie jedes Haus abreißen muss und woanders aufbauen muss. Die Energie erfüllst du schon, oder? Ja, ich bin dabei. Okay. Ah, mein Militärhafen gefällt mir auch schon sehr gut. So, wie sieht's mit der Ökoschiffswerft aus? Ah, ein letztes Kohlekraftwerk brauche ich jetzt. Den Hovercraft kann ich immer noch nicht. Ah, doch, Cargoliner. Gibt's doch auch sowas in der Art, so ein Ökoschiff. Sieht aber nicht so geil aus. Nee, und passt auch nicht so viel drauf. Also, das Containerschiff ist da schon besser. Ja, doch. Boah, das ist jetzt richtig gut. Bei mir gibt's keinen Handelsstau mehr. Oh, verdammt. Hast du ein Löschding? Warte mal. Ich kümmere mich drum. Ich habe, glaube ich, bei mir auch ein Löschding, oder? Ich weiß es nicht. Registriere Rückgang der Kriminalität. Okay, welche Ölplattform ist betroffen? Warte mal, ich hab eins. Ich bin schon auf dem Weg. Nee, ich hab schon eins. Ich auch. Naja. Alarm. Komm, ich will das nämlich mal testen. Enterversuch. Mit der Ölplattform, das möchte ich mal testen. Nein! Bestimmt wollen sie sich. Ganz ehrlich. Willst du mich verarschen, oder? Okay, du darfst löschen. Vom Strindberg. Du darfst löschen, ist okay. Ah, sehr schön. Ja, es wird schon gelöscht. Von meinem Containerschiff wird übrigens gelöscht. Ein Scheiß. Wer der hat noch Erfolg? Darf ich den abknallen? Nee, das nicht. Das Nervige daran. Ich hatte nämlich ein Item, wo ich angreifen kann, obwohl wir uns nicht im Krieg befinden. Soll ich das aufladen und zerballern? Aber wir sollten vorher streichen. Munition beliefern, gell? Na, mach du das. So, Kopf. Na gut. Spiel. Nein, was kommt? Oh Mann.
Warte mal, ich glaube, das lade ich jetzt auf. Das habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ja. So. So, wo ist das Item? Hier. Ermöglicht einer bewaffneten Einheit, die sich nicht im Krieg befindet, trotzdem was rauszuhauen. So. Genau. Speicher vorher mal, ne? Ja, habe ich schon. Gut. Ja. Und Feuer frei auf das Kommandoschiff von Strindberg. Feuer. Ach nö, oder? Ich komme nicht mehr raus aus dem Hafenbereich. Ich glaube, da sollte ich mal ein bisschen mehr Platz machen. So. Wo ist das Schiff? Wo ist dieses Scheißschiff? Da baller dich. Oh nein. Hey, da liegen jetzt wahrscheinlich die ganzen Items rum, gell? Wahrscheinlich, ja. Sammel die mal ein. Egal, ich habe gespeichert. Hast du gespeichert? Ja, zumindest ein Zusatzantrieb. Ich hab... Ach nö, das eine Item wird mir auch noch gestohlen. Mein Feuerlöscher wird mir gestohlen. Nein! Dann baue ich einen neuen. Die Ölplattform lebt übrigens schon wieder, ne? Alles wieder ja, gut. Ja. So, ach ja genau, das war genau da, als ich hier die Grund... Dingo, ja, ich zerballer das Kommandoschiff. Schau es dir an, wie es zerballert wird. Das geht als Rache. Moment, ich muss sie einfach finden. Ah, hier. Bam! Ruhe. Bam! Richtig drauf. Bam. Alter. Jetzt will er abhauen. Feuer? Er ist aber ja. Zu langsam. Weil er schon so kaputt ist. Ja, jetzt sammel's wieder ein. Mach ich. Guck mal, was da alles drin ist. Fertiggericht und alles Mögliche. Der Burger kann ich aber nicht gebrauchen. Egal. Was ist denn cool? Alles. Nein, ich will keine Burger. Alles Zeug. Wir haben nämlich auch richtig viel Zeug geklaut dadurch. Das ist viel besser als jeder Enter-Vorgang, dieses Item. Natürlich. Ach komm, Eisen. Ich schick mein Dritten. So, Munition brauche ich jetzt. Munition ist hier. Wo liegen die Items? Ich mach das Munition für Sokov. Ah, hier liegen die Items. Gut. Genau, so. Und dann baue ich jetzt mal wieder bei der Stadt weiter. Ha, perfekt. Wir haben einfach mal von einem Strindberg 1 zerschossen. Ja, das ist ja sehr... Ey, dieses Item, das kaufe ich noch ein paar davon. Das ist echt cool. Gefällt mir jetzt schon. Wo habe ich das eigentlich gekauft? Habe ich das beim Strindberg gekauft? Irgendwo habe ich das gekauft. Weil Strindberg ist ja verdammt witzig. Nee, nicht beim Strindberg. Aber irgendwo habe ich das Ding gekauft. Das will ich auch nochmal haben. Verdammt, wo war das nochmal? War das beim Sokov? Sokov, du hast nicht. Ja, Sokov war das. Ach komm, da... Ich glaube, da tue ich nochmal Nachschub holen von den Items, die gefallen mir. Sehr gut. Ich werde sie. Gut, mein Containerschiff war da und hat alles vergeben. Jetzt fährt es wieder zurück. Ich glaube, ich sammle noch die Burger und so schnell ein. Ja. Bauzellen habe ich noch bekommen. Ein bisschen kompliziert hier rumzubauen. Überall. Warte mal, das Kriegsschiff. Das ist richtig gut, meine Abfertigungshafen. Ich kann hier fünf verschiedene Schiffe können gleichzeitig hier anlegen und abfertigen. Ja, das ist praktisch, das ist wirklich cool. Das ist richtig gut wegen meinen wegen den ganzen Handelsrouten. Ja. Boah, ich kann davon nichts aufladen von den scheiß Burgern. Ich bringe sie mal zu dir. Also mein neuer Hafen gefällt mir. Ja. Der sieht auch nicht ganz so militärisch aus jetzt. Echt drauf. Und ich könnte auch mal die ganzen Marineabwehrtürme wieder einschläfern, weil das kostet alles nur Geld. Ja, das sieht schon cool aus. Und wir machen viel zu wenig... Warum machen wir so wenig Gewinn mehr? Wie gesagt, ich baue gerade alles um. Das ist ganz normal. Wir werden bald große Verluste haben. Prototypentwicklung abgeschlossen. Ich tue mal hier die ganzen Abwehrtürme wieder abschalten. Ja, ich schalte die erstmal wieder ab. So. Aber die Abfertigungshäfen dort, die sind richtig gut. Ich kann, hier können drei Schiffe gleichzeitig jetzt bei meinem rechten Hafen dort anlegen. Mhm. Boah, das gefällt mir. Ordentlich, ja. Und für mich habe ich auch noch am eigenen. Ich habe den Vorteil, dass die ganzen Handelsroute an einem anderen Hafen sind als mein Haupthafen. Echt? Ja. Ah, du hast auch zwei. Ah, wo kriege ich meine scheiß Burger los? Ich krieg meine Burger.
Hörst du echt überall ja, rum? Ja, weil ich brauche die, um die Hummer bauen zu können. Und ich brauche halt die Hummerteile. Ah, stimmt, okay. Ja, ja. Meine Burger, wo kriege ich die los? Ich verkaufe die einfach bei Surkov, so. Die Burger habe ich nicht genug Platz dafür. Ein bisschen ja, genau, einfach verkaufen, Achtung. Das ist immer gut. Produktionsstillstand. So, jetzt muss ich mir mal um die Öko-Insel... Ah, genau, das Tee, der Tee wollte ich noch. Hm. Ach komm, die Burger, scheiß auf die Burger. Ich muss jetzt das Tee da holen. Achtung, verdeckte Operation wird beendet. Okay, scheiß verdeckte Operation, so. Ah ja, und ich wollte noch ein Item neu kaufen, genau. Ach, verdammt, ich will so viel machen. Dieses Tee-Item hole ich mir aber jetzt erstmal noch. Genau. Cool. So, wo hast du das Tee-Item? Hier? Auf meiner Insel, auf der normalen Insel habe ich das noch. Naja. Wo ist denn das Tee-Gedöns? Kann sein, dass es sogar schon ausgerüstet ist, so. Da musst du Rechtsklick machen, glaube ich. Hier, nee, du hast Saatgut. Zuckerrüben hast du drauf. Wo ist denn das Tee? Hä? Da, auf der zweiten Seite, rechts. Ah, hier, Saatgut. Tee-Ersatzmittel. Oh, ja, perfekt. Jo. Genau, dann wollte ich noch schnell zu Surkov rüberreisen und mir das Unsichtbarkeits-Item da nochmal holen. Der hat nämlich noch eins. Cool. Finde ich ganz nett. So. Ja, Surkov ist cool. Ja. Wir sind nun in den negativen Dingen. Nicht gut. So. Genau, jetzt wird erstmal mit Surkov nochmal gehandelt. Der Name Surkov Transnational wirkt für Qualität. Die Burger werden verkauft. Und hier die verdeckte Operation kaufe ich nochmal. Sehr lukrativ. Genau. Oha. Also Items kaufen ist echt gut. Cool. Da können wir bei Strindberg ein bisschen was zerschießen, ohne dass wir angegriffen werden. Ja, das ist echt praktisch. Ja.